und herzlich willkommen zurück bei Outlast. Und ja, ist schon wieder Krach ohne Ende. Und ich habe gesehen, ich habe nur noch 3 von 10 Batterien. Und der Typ, wenn ich da vorbeilaufe, springt bestimmt vom Stuhl. Ah, hier ist ja auch einer. Ach ja, ich muss Batterien sparen. Und hier ist alles dunkel. Und alles zu. Boah, ich muss an dem Typen vorbei. Ich störe den mal nicht beim Pinkeln. Nein. Ich wusste es. Aua. Okay, dem sollte man nicht zu nahe kommen. Ja, natürlich. Natürlich. Ach, ist ja schon. Oh, ist da was drin dann vielleicht? Hey, sieht nicht danach aus. Der greift mich doch. Klar, der greift mich. Hallo, mein Freund. Der packt mich jetzt gleich. Oh, doch nicht? Hüpf. Okay. Jo. Mann. Da ist was zum Lesen drin. Nein, komm auf, mach auf. Ich kann nach oben, kann ich auch noch? Oh, das sind mir zu viele Geräusche hier, das ist so übel. Freundchen! Ah, okay, du hast Angst vor mir, das ist ja mal was Seltenes. Ich gehe da mal lieber, okay? Ich weiß nämlich, wie das ist, wenn man unterm Bett liegt und Schiss hat. So, ist da noch was drin? Batterien wären nicht schlecht. Na gut. Ich bin aber hier, glaube ich, gerade mal sicher. Können wir hier, glaube ich, lesen. Boah. J. So. Da merkt man erstmal, wie viel Geräusche da in dem Dings. Also da ist. Oh, nee. So. Nachruf unter bla bla bla. Rudolf G. Wernick. Dr. Rudolf G. Wernick, Alter 90, verstarb am 28. Februar 2009 in Ausübung der Arbeit, die er liebte. Er wurde 1918 in München, Deutschland geboren und erlangte großes Ansehen in mathematischen und wissenschaftlichen Kreisen durch die Veröffentlichung eines Artikels in Kooperation mit dem früheren Computerpionier Alan Turing. Nach ungeklärten Verstrickungen mit dem deutschen Kriegstreiber wanderte er 1989 dank seines Visums des State Departments in die Vereinigten Staaten aus. Nach etlichen Jahrzehnten der Forschung im Auftrag der Regierung in Los Alamos setzte sich Dr. Wernick in New Mexico zur Ruhe, wo er sich der Landschaftsfotografie und der Pflege seiner Katzen widmete. Kurz nach der Jahrtausendwende kam er nach Colorado, um sich an den Wohltätigkeitsprojekten der Murkoff Corporation zu beteiligen. In einer Erklärung des Konzerns wird Dr. Wernick als ein wahrer Menschenfreund mit einem großzügigen Wesen bezeichnet. Er hinterlässt keine Hinterbliebenen. Oh, wahrer Menschenfreund, der hat da nicht hier gearbeitet. Es hat hier nichts mehr mit menschenfreundlichen Dings zu tun. Muss ich jetzt nach oben? Oder? Das sieht nämlich auch so aus, als würde es weitergehen. Na gut, okay, ich habe nichts gesagt. Dann müssen wir doch nach oben. Ohne Batterie. Die Ecken sind so dunkel. Ja. Da können wir vielleicht wieder dran vorbeikrabbeln. Ah, ich glaube, da liegt was. Ja. Ich sehe richtig. Mitnehmen. Oh, diese ganzen Geräusche hier. Oh, nee. Ich glaube, da können wir doch nicht drüber. Dann halt nicht. Boah, alles dreckig und... Oh, da ist er! Da ist ja einer. Du willst nichts von mir, oder? Komm. Oh, geh mir doch aus dem Weg! Was? Au! Au! Was macht er? Warum macht er das? Was ist mit dem nicht in Ordnung?
glaube, ich habe Aua. Ich glaube, ich heile. Was? Warum? Warum? Da kommt. Jetzt greift er aber. Jetzt greift er aber. Jetzt greift er. Ah, ich wusste es. Ich wusste es. Halt dich fest. Halt dich fest. Lauf weiter. Geh einfach weiter. Geh einfach. Oh, natürlich. Hoffentlich nicht zu dem anderen Typen da. Okay. Warum hat der mich jetzt angegriffen? Ich hab dem gar nichts ge... Ach, hier geht's weiter. Okay. Batterien, Batterien. Wie? Ach ja. Oh nee. Bitte tu mir nix. Bitte tu mir nix. Ich glaub, der hat genauso viel Schiss wie ich. Vorsichtig, vorsichtig. Oh Gott, ist hier irgendwas? Ist, man müsste eigentlich blinkend sehen, glaube ich. Folge dem Blut, ja, wahrscheinlich da jetzt runterhüpfen wieder, oder? Oh nee, ich kann doch nicht dauernd irgendwo reinhüpfen, das ist doch blöd. Hier noch, noch eine Batterie, noch eine Batterie. Gib mir die Batterie. Wir füllen unseren Vorrat wieder auf. Klar, wenn man nicht mehr weiter weiß, irgendwo in ein Loch reinhüpfen. Warum auch nicht? Oh Gott. Oh Gott. Wallrider. Oh, oh. Oh, oh. Blöde Idee erstmal hier, aber hier gibt's was zum Verstecken. Da sind Schränke. Zum Verstecken. Oh, da können wir auch Türe auf. Ah, ne. Ich dachte gerade, das sind aber dann nur die... Boah, ich will da drüben nicht rein. Das sieht schon so aus wie Falle und gleich tot und da ist ein Loch. Ach, das, die Tür, da waren wir schon mal. Genau, da haben wir, glaube ich, die Schlüsselkarte bekommen und ich will da nicht runter. Wallrider. Müssen wir das aufnehmen vielleicht? Ja. Ich höre Schritte. Okay, die sind, glaube ich... Oh Gott, ey. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Alter Schwede. Da hat jemand... naja. Oh, ich will da nicht rein. Okay, Sekunde. Und das Wort... ja, ich kann nicht mehr lesen. Das Wort Wallrider taucht hier überall auf. Murkoff hat hier ein Experiment durchgeführt. Das Projekt Wallrider heißt. Aber die Patienten sprechen von Wallrider, als ob es eine psychische Präsenz wäre. Ein Geist oder Dämon. Etwas, das sie im Berg gefunden haben. Ich würde es gerne als schizophrene Einbildung abtun, aber ich habe etwas gesehen. Vielleicht. Vielleicht war es keine Störung in der Kamera. Oder vielleicht werde ich auch langsam verrückt. Wenn irgendwo schon sowas hier rumliegt, so eine halbe Wirbelsäule oder so, dann sollte man den Weg nicht entlang gehen. Ach, da ist, glaube ich, das Loch. Ach, das ist das... Ach, das Zimmer in der Dusche durch das Fenster, wo oben der Ding ist. Kann das sein? Bin ich jetzt genau da? Das heißt, hier sind die Zwillinge. Ich gehe einfach direkt hier rein. Direkt runter. Und Kamera. Boah, wenn ich hier jetzt unten was rumkrieche, dann kriege ich einen Vogel. Boah, wie weit runter gehen wir? Oh, ich will dich. Ich will dich. Was liegt da? Nichts. Ja, klar. Einfach runterhüpfen und... Oh, dieses Zielding immer. Ach, hier ist gar nicht so dunkel. Da ist schon dunkel. Oh, nee. Oh, ich will nicht. Hilfe? Das ist mein Ziel. Finde einen Weg aus der Kanalisation. Ja. 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 Oh Gott.
Nein, nein. Ach ja, ich hab die Steuerung komplett vergessen. Boah, da liegt ja schon eine Leiche. Ich will nicht, und da gibt's nichts zum Verstecken. Auf hier rumzuknacken. Boah, wenn da so... Bist du tot? Nee, ne? Du bist nicht tot. Du bist nicht tot. Kann man hier durch? Muss man hier... Was meint ihr, wie lecker das hier riechen muss und wie schön das hier ist? Und keine Batterie mehr gleich. Was war das denn? Was war das denn? Ja. Ich gehe nicht dahin, wo das Ding gerade war. Oh, ich glaube, ich muss da rein, oder? Oh, ich will da nicht. Oh, ich bin Vogel. Hier, Film, mach dir Notizen. Oh, das ist ein Schacht, da kommen die ganzen Leichen wahrscheinlich. Oder nee, da war eine Treppe, eine Leiter. Oh, nee. Eine Notiz. Nein, J. Ich werde es nie lernen. Könnt ihr vergessen. Mit Bleistift auf die Rückseite eines Aufnahmeformulars geschrieben. Handschrift gleich Schriftstücken des Patienten Vater Martin Archimbaut. Dieser Gott ist real, was wir so lange für Geister, Gespenster, Wahnsinn hielten. Wir haben es nur absichtlich ignoriert. Die Schuppen auf Souls Augen waren Furcht. Und wenn wir hinter sie blicken, sehen wir wahrhaftig. Wahrhaftig. Dies ist das Geschenk des Wallrider, das Evangelium des Sands. Die größte Sünde der Welt besteht darin, Gott absichtlich zu ignorieren, also eine Offenbarung zu erlangen und sie der wartenden Herde vorzuenthalten. Dieser Ort, sich der Erlösung in den Weg zu stellen, ist eine Sünde, für die keine Strafe zu hart ist. Ja. Naja. Ich glaube, ich laufe gerade im Kreis. Kann das sein? Ja, ich laufe gerade im Kreis da. Ich muss da jetzt mich da durchquetschen. Genau da. Obwohl, ich... Nee, da war ein Gitter. Da war ein Gitter vor. Oh, ich quetsche mich aber ohne Kamera da durch. Und bitte nicht nach mir greifen. Bitte nicht nach mir greifen. Ich finde hier doch niemals wieder raus. Speichert. Jawohl, es hat gespeichert. Da links... Oh, dieses Knarren. Oh, Mann, du blödes Ziel. Ganz ehrlich, ich hasse es. So, können wir da irgendwie... Boah, viel zu hell. Komm, irgendwie speichern oder aufzeichnen und ein Bildchen von machen. Lower Junction, keine Ahnung. Tieferer Bereich, ich weiß es nicht. Ich spring da rein. Scheiße, egal. Kann ich da nicht runter? Dann quetsche ich mich wieder hier durch. Geh weg. Bitte. Oh Gott, der rennt doch da jetzt nicht rum. Läuft der jetzt außen rum? Was ist mit... Wo muss ich hin? Muss ich nicht da? Der läuft doch jetzt bitte nicht hier rum, oder? Kann ich da nicht? Nein. Um Gottes Willen. Da rein vielleicht? Oder ist der da gerade reingegangen? Um Gottes Willen, wo muss ich hin? Oh, wenn der mir jetzt gleich vor die Linse springt. Ich lapp mal nach. Oh, die Musik ist weg. Die Musik ist weg. Ich habe halt echt keinen Plan, in welche Richtung ich gehen soll. Immer da geradeaus. Boah, mein Herz. Da einfach nach oben. Da ist Licht, da ist Batterie.
Da ist Batterie. Nee, sah nur so aus. Ich höre ihn, ich höre ihn, ich höre ihn. Ich sehe ihn aber nicht. Ich höre ihn aber. Drüber, 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 drüber. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Zumachen. Bitte, bitte. Lass es ein Schrank sein. Oh, danke, danke, danke. Oh Gott, danke. Oh Gott. Ich habe mehr Glück wie Verstand in dem Spiel. Aber der rennt jetzt die Tür ein. Aber hier, seht ihr, da blinkt was. Ich glaube, da müssen wir irgendwie was drehen. Ja, und dann mach bitte links den Schrank oder rechts den Schrank neben mir auf und dann geh einfach wieder, okay? So ist brav. Und jetzt aufmachen den Schrank neben mir. Und dann tschüss. Oh. Oh, noch besser. Noch besser. Ei. Hey, ich dachte erst so vielleicht in das kleine Dings da rein hüpfen da, wieder runterkriechen, aber wenn man Schiss hat, dann rennt man einfach nur noch. Und es war gut. Sonst wäre ich nicht hier hintergegangen. So, bevor ich jetzt drehe, gucke ich, ob hier noch was ist zum Nachkommen. Ja, ich habe ein bisschen Panik. Ich habe nur ein bisschen. Okay, hier ist nichts. Das heißt, wir drehen das Rad und gehen in den Schrank. Weil der Typ wahrscheinlich gleich wieder angetanzt kommt. Ja? Ketten? Ja, ich sitze leider schon wieder im Schrank, aber ich glaube, der kommt jetzt kontrollieren und ich will dem Affen nicht in die Arme laufen. Absolut nicht. So, seht ihr? Seht ihr? Da kommt er. Jetzt macht er wieder einen Schrank neben mir auf und ich mach mir dabei dann wieder fast in die Hosen. Ja, mach den anderen. Nicht mein. Nicht mein. Nicht mein. Nicht mein. Warum machst du meinen auf? Warum? Du Affe. Lass mich in Ruhe. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Oh. Ah, ich will nicht. Wohin, wohin, wohin? Da, 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 da. Reinquetschen, 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 reinquetschen. Reinquetschen, reinquetschen. Lauf, 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 lauf. Nicht ziehen, nicht ziehen. Zieh mich nicht raus. Um Gottes Willen. Boah, wieso? Ich wusste es. Irgendwann zieht er mich da raus. Um Gottes Willen. Können wir jetzt die Leiter runtergehen vielleicht? Haben wir da jetzt irgendwie das Wasser abgepumpt oder so ein Käse? Nee, wir haben noch mehr Wasser reingepumpt. Ja, wo muss ich denn jetzt hin? Da, nicht so viel Krach machen, Mensch. Mensch, Mensch, Mensch. Die Tür ist zu. Komm, lauf drüber. So, ach, das ist zu. Dass ich da nicht reinrennen wollte im Dings. Drain. Wir haben irgendwie was mit der Drain gemacht. Mann, du Kettenheini. Geh wieder weg. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Der kommt jetzt wieder hierher. Dann holt er mich wieder aus dem Schrank. Wo muss ich denn dann hin? Oder mich durchquetscht. Warte mal, da war jetzt mehr Wasser drin. Wo war noch Wasser, wo ich nicht rein konnte oder so? Na, der kommt gerade hierher. Wenn er mich jetzt wieder rausholt, dann... Nein, ja, ich wusste es. Bitte nur den anderen. Oh, danke. Und jetzt bitte geh. Bitte geh. Das reicht. Danke. Nochmal? Zweimal im gleichen Schrank nachgucken bringt viel. Aber ich bin froh. Okay, wo muss ich denn jetzt hin? Die eine Tür war zu. Das eine kleine Ding, da waren Kisten drin. Das andere war vergittert. Ich hab keine Ahnung.
Vielleicht mal mit Kamera. Ja, das ist eben zu. Vergittert. Ja, komm, geh. Nach, keine Ahnung wohin. Hauptsache, du bist weg. Ah, nee, nee, nee. Da drüber. Und die Tür, die geht auch nicht. Ja, 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 ja. Oh, der will gar nichts von mir. Nee, da ist halt auch alles voll Wasser. Sieht er mich gar nicht hier? Ich glaube, der sieht mich gar nicht. Bah, viel zu hell. So ging es da hinten vielleicht weiter. Irgendwo hier konnten wir doch auch reinkriechen. Muss ich da nochmal gucken. Ach, warte mal. Hier, Prison Train. Wo führt das rote Kabel hin? Da haben wir nämlich irgendwas abgelassen. Obwohl, okay. Female Train, das ist da. Müssen wir jetzt zum roten? Ich will da jetzt gerade nicht rüberlaufen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen dem gelben Rohr folgen, aber ich komme da ja irgendwie nicht. Obwohl, könnte vielleicht funktionieren. Komm, lauf einen Schritt schneller. Ich möchte auch da hinten hin. Okay. So, wo war jetzt? Da. Da kriege ich jetzt rein. So, da war aber zu. Mein Herz schlägt. So, das gelbe Rohr führt da links rein, wo jetzt gerade der Walker reingeht. Oder reingegangen ist. Oh, Mann, Mann, Mann. Weil das rote Rohr folgt. Ja. Das rote Rohr folgt. Nein, führt zu den Schränken. Sagen wir es mal so. Boah, ich zitter hier voll. Ich will nicht. Und ich sehe nichts. Da hinten ist ein Tunnel. Da ist doch gerade der Typ auch rein, oder? Ich probier's. Rein. So. Bevor ich jetzt. Da ist ein gelbes Rohr. Ah, da durchquetschen wahrscheinlich. Ich glaube, das kommt von da, wo wir gerade. Ja. Ich quetsche mich da jetzt durch. Bitte hol mich nicht raus. Bitte zieh mich nicht raus. Bitte greif nicht nach mir. Da ist eine Tür. Okay, das ist Stein verschüttet. Ganz leise. Oh nee. Oh nee. Ich glaube, hier geht's gar nicht weiter. Und hier ist nicht mal ein Schrank. Hier ist nicht mal ein Schrank. Oh, da kommt der eine gleich wieder. Oh, verdammt. Wo kam ich jetzt her? Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich werde gleich eh schreiend hier um die Ecke rennen und irgendwie links die in die Hocke gehen. Ach so, hier. Durchquetschen, alles klar. Panik pur, Panik pur. Ist jetzt vielleicht das Wasser weg? So, psch, 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 psch. Ganz leise. Hier. Hier. Schön. Nein. Der holt mich doch jetzt nicht hier raus, oder? Nein. Achso, der geht gerade weg. Der geht gerade weg. Also, ich muss jetzt geradeaus durchrennen. Obwohl, nee. Warte, war nicht hier auch. Ich kenne mich schon nicht mehr aus. Boah, viel Zeit in meinen Augen. Konnte ich nicht hier irgendwo durschleichen? Nein. Nee, ich glaube, da komme ich nicht. Ich muss da. Boah, da ist der doch gerade auch entlang. Ich werde gleich auf die Nase kriegen. Obwohl, der ist gerade dahinter. Der ist gerade dahinter. Da. Er ist durchquetscht, Oh Gott.
jetzt können wir durch das Rohr da unten. Oh mein Gott, ey, mein Herz. So, während der jetzt da versucht außenrum, vielleicht können wir... Oh ja, wir können... Oh Gott sei Dank. Aber es geht weiter nach unten. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und bitte, bitte speichere danach. Damit ich aufhören kann. Bei dem Spiel brauche ich echt Pausen. Warum? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Hat es jetzt gespeichert oder nicht? Nee, ne? Und hier, Zappenduster. Ist der tot? Ich hoffe es. Naja, wenn man mit dem Kopf unter Wasser liegt, dann ist da vielleicht nicht mehr viel mit. Oh, da liegt auch einer. Da ist dicht. Oh, da ist dicht. Ich glaube, wir haben nur einen Weg. Der gefällt mir nicht. Nein, nein, nicht nach mir greifen. Nicht nach mir greifen. Ja, das war Dampf. Höchst gefährlich. Okay, da geht's wieder nach oben. Ah, doch, hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boah. Wer war das? Wer war das? Ich hoffe, das ist keiner, der mich jagt. Ich will nicht mehr. Bitte nur irgendwie das so ein Insasse, der halt neugierig war. Finde einen Weg aus der Kanalisation. Ja. Halt. Oh, ich will nicht. Das sind nicht gerade sehr beruhigende... Na? Wo hat er jetzt das letzte Mal gespeichert? Ich will aufhören. Ich will auf... Danke! Es hat gespeichert. Ach, da kennen wir doch. Da habe ich mir meine Batterie abgeholt. Ah, alles klar. Ich weiß, wo wir sind. Mann, Mann, Mann. Okay, aber ich... Ich weiß nicht. Ich komme bestimmt verdammt langsam nur voran. Es tut mir leid. Aber ich mache jetzt hier Pause. Ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.